Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu Stalker Gamma. Ich habe endlich den 0.9-Patch installiert. Ich habe ja im letzten und auch, glaube ich, vorletzten Video gesagt, ich war da so ein bisschen zögerlich, weil ich meinem Antivirus-Programm schon ein bisschen vertraue und da ein bisschen drauf setzen muss. Und der neue Launcher hat da irgendwie angeschlagen und deshalb war ich erstmal zögerlich. Jetzt habe ich es trotzdem gemacht, Leute. Ich habe mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt, was der Patch so bringt und so weiter und dachte mir, ja komm, das kann man vielleicht machen. Und siehe da, alles ist gut gegangen soweit. Es gibt kein Virus auf meinem Rechner, nur diese Datei, die man da halt sich runterlädt, davor wird gewarnt. Aber das Problem hat er von Anfang an klargestellt, derjenige, der das online gestellt hat. Folgendes, was gibt's Neues? Zum einen, wie wir sehen, Blutlachen, die auch größer werden. Und wenn man reinläuft in diese, dann produziert man hier tatsächlich Blutfußspuren. Ein schönes, kleines Detail, wie ich finde. Des Weiteren, wenn man jetzt Mutanten und Hunde und was auch immer ausnimmt, das heißt dann die Pfoten abschneidet oder Augen oder so weiter, dann werden diese Körperteile vom Modell tatsächlich entfernt. Also würde ich jetzt das Bein mitnehmen, dann wäre das Bein hier weg und so weiter. Sehr schönes, kleines Detail. Dieser Anomalie-Bug ist immer noch da, wie ihr seht. Ansonsten, wem es sofort aufgefallen ist, mir nämlich nicht, bei mir hat es ein bisschen gedauert, aber hier ist alles grün. Ich hatte vorher die Herbstmod und die habe ich eigentlich auch nicht abgewählt, aber mich hat es jetzt nicht gestört. Ich finde es tatsächlich ganz nett. Jetzt schauen wir mal, können wir was nehmen? Da ist nichts weiter. Ja, ansonsten seht ihr, es sieht alles ganz fantastisch aus. Es ist wirklich ein sehr schöner Kontrast, auch mit einem neuen Reshade. Neu für mich. Ich weiß nicht, ob der vorher schon drin war. So, was passiert hier? Da haben wir so eine super Anomalie. Oh, 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 oh. So. Schauen wir mal. Ich brauche ein bisschen was zu essen. Hier ist ein Rumgeballer. Das ist ja nicht zu fassen. Hier unten oder was? Schießt der auf uns? Des Weiteren, vielleicht ist es dem einen oder anderen jetzt schon gerade aufgefallen, ich habe dank eines Kommentars unter dem vorletzten Video nochmal ein bisschen gesucht. Was im Kommentar stand, also entweder habe ich es nicht richtig gelesen oder so, aber ich glaube, das hat nicht ganz gestimmt, aber das hat mich auf jeden Fall auf den richtigen Weg gebracht. Deshalb derjenige, der das geschrieben hat, vielen herzlichen Dank. Es geht um den Unschärfeeffekt beim Zielen. Der ist komplett weg, wie ihr seht. Auch die Tropfen links und rechts sind weg. Ich glaube, die kam tatsächlich übers Masken-Overlay, weil man hat ja einen Helm auf quasi und das soll das simulieren. Aber sowohl beim Zielen mit der Waffe als auch beim PDA und auch im Inventar ist es jetzt nicht mehr unscharf. Und wen das auch noch gestört hat... Kleinen Moment... Dem zeige ich jetzt gleich, wo das zu finden ist. Und das gleiche gilt auch für diese Scopes hier. Wie ihr seht, da ist normalerweise wäre innen so ein Blurry-Rand und so. Das außerhalb des Kreises habe ich jetzt mal so gelassen. Aber das Innen ist jetzt wesentlich cleaner und so und gefällt mir sehr viel besser. Nehmen wir den noch eben aus. Okay, der hat nichts. Folgendes. Ihr geht in dieses Escape-Menü und hier haben wir das Mod-Configuration-Menü. Und hier gibt es den Punkt SSS-Settings. Und darunter gibt es
Weapons DOF, A Depth of Field. Und hier kann man den Fokus komplett runterdrehen und dann ist das raus. Und hier kann man ebenfalls einstellen, wenn man nachlädt, soll das dann unscharf sein, im PDA, Inventar und so weiter. Ich habe es jetzt komplett ausgestellt und das hier habe ich ein bisschen noch angelassen, weil ich glaube, das sind die 3D-Scopes. Aber läuft jetzt, Leute. Und jetzt sieht das Bild so wesentlich cleaner aus, wie ich finde. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und jetzt müssen wir mal schauen. Also folgendes, wir haben diese Waffe hier, können wir die vielleicht ein bisschen reinigen oder ein bisschen Öl dran machen. Hier haben wir auch bei 92. So, dafür fehlt uns ein bisschen Munition. Ich würde sagen, wir gehen einmal ins Anfängerdorf und besorgen ein bisschen Munition. Geld haben wir ganz gut, denn ich habe... Ja, das ist halt... So. Denn ich habe recht viel Fleisch gerade beim Fleischer verkauft für 30.000. Das heißt, ich bin jetzt so bei knappen 60.000, glaube ich, nach dem Kauf vom Essen gerade. Und bin ja eigentlich am Überlegen, eine neue Waffe zu holen. Denn die ich jetzt habe, die schallgedämpfte mit dem richtigen Vergrößerungsscope, die hakt schon recht häufig, auch vom Saubermachen her. Und ich will jetzt gar nicht da irgendwie die reparieren oder irgendwas. Ich glaube, ich hätte einfach ganz gerne eine neue Waffe. Punkt. Ob der jetzt der richtige Ansprechpartner ist, weiß ich nicht. Aber ich brauche auch noch Munition und deshalb gehen wir mal hier hin und schauen, wie das Ganze hier jetzt aussieht. Ja, super. Schaut euch das mal an. Das ist doch ein anderes Spiel hier, oder nicht? Was ist hier los? Sehr schön. Okay, es scheint wirklich keine Musik mehr zu laufen. Mein Freund. Hör mal zu. Das kannst du hier schon mal haben. 63.000 haben wir. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Hier, den Quatsch kann er haben. Und das hier. Jetzt brauchen wir ein bisschen Munition. Das ist dieser teure. 135 sollte für den Moment reichen. Waffenmäßig gehe ich, glaube ich, am besten zu Army Warehouses. Ich weiß nicht, wie der junge Mann da heißt, aber ich glaube, der hat die besten Angebote, was das angeht. Also wie gut das bitte aussieht, Leute. Unglaublich. So. Was Modder alles machen können, oder? Das ist wirklich nicht zu fassen. So ein altes Spiel. Ein Spiel, das im Original heute nicht mehr so ansehnlich ist. Und dann denken sich einfach ein paar findige Leute, ey komm, wir machen es fantastisch. Wir lassen es lange leben. Und zwar so gut wie möglich. So, nehmen wir das mal mit. Super, die Textur. Schaut euch das mal an, wie scharf die Pfote ist. Habe ich kurz Zeit hier oder werde ich gleich überfallen? Nee, geht. Schaut euch das mal an. Unfassbar. So, hier ist der dritte der Bande.
Das nehmen wir auch. So viel Geld, wie ich gerade gemacht habe, da nehme ich jetzt jedes Stück Fleisch mit. Sehr schönes Detail. Falls ihr euch fragt, welchen Shader ich nutze für die allgemeine, fürs allgemeine Bild, das heißt Quint Regrade. Da können wir ja mal schauen, was der Unterschied ist. So gelblich wäre es normalerweise und jetzt kommt am Rand der verdunkelnde Vignetteneffekt dazu und das Ganze wird ein bisschen blauer. Das gefällt mir richtig gut. Und jetzt würde ich sagen, laufen wir noch ein paar Meter hier lang und ansonsten beamen wir uns zurück zu Army Warehouses und schauen mal, was waffenmäßig so ansteht. Die Schrittsounds sind Gott sei Dank die gleichen geblieben. Viel cleaner das alles aussieht. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das sieht nicht mehr so krisselig aus. Links brennt ein Feuer. Ich werde mal eben schauen. Da sitzt jemand. Da saß jemand. Das ist der Einzige. Da liegt noch ein Mutant. Sehr gut. Können wir uns ja hier drin mal ein bisschen umschauen. Gibt's hier was für uns? Sieht nicht so aus. Hier haben wir eine Kiste. Nichts weiter drin. Wer schießt denn? Ach, ist der auf der Brücke oben, kann das sein? Leider nicht zu sehen. Ich bin aber der Meinung, da unten, da vorne ist noch einer. Ja, da oben ist einer, glaube ich. Zeig mal her, kriegen wir das hin mit der Waffe? Da ist keiner. Nee, das ist da die Seite. Das war das. Und da vorne lungert noch einer rum. Okay, da haben wir noch einen Zombie. Was ist denn jetzt los? Grenade Launcher, das geht nicht. Wer schießt denn hier? Der war es nicht.
Das habe ich mir doch nicht eingebildet, oder? Oder? Da rechts. Da. Den hätten wir. Ach, wie gut dieses Spiel aussieht, Leute. Ich kann das gar nicht fassen. Irgendwas ist so anders. Irgendwas sieht so... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass hier jetzt alles grün ist quasi. Aber vielleicht seht ihr das im Video ja auch. Das wirkt alles so ein bisschen stabiler. Falls das Sinn macht. Ja, und wenn man sich dieses Mod Configuration Menu mal anschaut, da kann man dann jeden noch so kleinen Mist einstellen. Also zum Beispiel kann man bestimmen, soll der die Waffe hochnehmen, wenn da ein Objekt ist, eine Wand oder ein Baum? Und falls ja, in welchem Winkel, ab welchem Abstand? Also alles Mögliche. Da kann man sich ruhig mal ein paar Minuten Zeit nehmen und sich umschauen. Da kann man das auf jeden Fall so einstellen, dass einem das zusagt. Jetzt gucken wir mal eben, ob er was für uns hat. Oder was er kaufen möchte. Glowsticks, das verkaufen wir woanders. Das hier kann er alles haben. Bitteschön. 3500. Was ist denn mit dem hier? Karabiner 43. 61 Damage. 39 Damage. Doch ich denke, hier ist aber vielleicht die Fire Rate nicht ganz unwichtig. 800. Und hier 70. Karabiner, das heißt dann wohl nach jedem Schuss muss neu geladen werden. Das stört mich jetzt so grundsätzlich eigentlich nicht. Aber das ist schon eine schöne Waffe. Zumal schallgedämpft. Nicht so super teuer. Ich bin noch unschlüssig. Reisen wir kurz nochmal hier hoch. Verkaufen ihm das Fleisch und dann schauen wir mal, dass wir wieder Richtung Norden düsen, um dort dann Nebenmissionen weiterzumachen und in der Story voranzukommen. Aber kein Stress. Nach dem Brainscorcher ist alles erstmal entspannt jetzt. Mit der Waffe, ja, bin ich noch unschlüssig. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, nach jedem Schuss nochmal nachzuladen quasi. Hier auch beim Trinken kein Unschärfeeffekt mehr. Ach, wie schön, Leute. Urlaub für die Augen. Mein Freund. Zack, 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 zack. Was gibt er uns dafür? 4000. Dafür. Bye, bye. Professor asked me to obtain some sensitive research documents for him. Red Forest, damit ist nicht zu spaßen, aber es könnte in diesem Tunnel sein. Eigentlich sollten wir das mal probieren. Ich kann mich hier leider nirgendwo hin teleportieren. Zumindest sehe ich es nicht. Bleibt die Frage, kann ich von da, wo ich aktuell bin, dahin? Nope. Ist nicht weiter schlimm. Was hören wir denn hier?
Das sind nur die Anomalien. Okay. So, das war nämlich genau hier. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Station zurück. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen um, was es da so missionsmäßig noch gibt. Den Schutzanzug habe ich jetzt noch nicht gekauft. Ich will auch irgendwie jetzt nicht dafür 65.000 ausgeben, um eine Nebenmission zu machen. Der ist sicherlich noch für andere Sachen gut, aber jetzt so im Moment ist der Fokus dann doch eher darauf, irgendwie anders Geld zu machen. Und ich bin eigentlich der Meinung, unten in diesem Krater ist noch ein Artefakt. Aber inwiefern ich da rankomme ohne Schutzanzug, weiß ich nicht. Probieren können wir es gern. Zack. Hallo. Was kann ich für dich tun? About your mission. Ach, seine Mission ist diese Dinger sammeln. Diese Proben. Was liegt denn hier? Привет, брат. Ach, eine Gitarre. Schauen wir mal, was haben wir denn? Genau, hier sind die Samples. Ich bin aber der Meinung, hier unten gibt es auch noch ein Artefakt. Das geben wir uns jetzt mal. Hallo? Ja, der wartet natürlich, aber kann ich nichts machen. Da gehe ich bei drauf. Und wie gesagt, das ausgeben möchte ich nicht. Ein neuer Anzug. Wisst ihr was, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch reparieren kann. Aber doch den Helm. Schauen wir mal. Sehr schön. Ja, man sieht in der Ferne. Ein paar Grafikfehler. Das stört jetzt nicht sonderlich, aber man merkt es auf jeden Fall. Ach, dieser Kontrast ist so gut geworden. Sehr angenehm. Auch das können wir so nicht machen. War jetzt nicht weiter schlimm, aber es war wichtig. Geht's hier rein? Das wäre es gewesen.
Wer? Oh nein. Wo ist er denn? Oh Gott, der ganze Zirkus da. Uhu, sehr schön. Ah, Mist, ich dachte, das wäre genau die Lücke, die passt hier. Den will ich auf jeden Fall ausnehmen. Was ist denn mit ihm? Also so viel hält der doch sonst nicht aus. Das stimmt doch was nicht. Ah, schön, Münzen. Wahnsinn. Oh, was ist das denn hier? Sehr gut. Okay, das hätten wir. Ne, hier scheint nichts weiter zu sein. Nur die beiden Munitionsfresser. Okay. So, was gibt's hier? Bahnhof. Okay. Das mit dem Laser hat gerade nicht funktioniert. Ah, doch jetzt. Zu schnell hintereinander gedrückt. Ist hier jemand?
Hallo? So weit, so tot. Was haben wir denn hier? Also hier könnte ich mein Zeug verstauen, wenn ich das dann wollen würde. Mache ich aber nicht. Da vorne, da ist der Scooby-Doo-Truck. Da geht's dahin zurück. Da hinten haben wir diese Fabrik. Und irgendwo dahinter war noch so eine Art Sumpf. Oder war das ein Friedhof oder sowas? Schauen wir mal. Nee, warte mal, da geht's ja vielleicht schon komplett rüber, oder? Nee, genau, das hier ist es. Direkt vor mir. Ja, genau. Mir war so, als wäre hier auch eine große Anomalie und möglicherweise ein Artefakt. Lass mal kurz schauen, dass das hier halbwegs safe ist. Sieht ganz gut aus. Haus, geht's da überhaupt hin? Ja, sieht so aus, das ist ein kleines Dorf hier. Village. Ah, hier wird doch wohl irgendwas sein. Irgendwas, kommt schon. Was ist das hier? Nee. Naja, besser als nichts. Aber jetzt auch nicht so der Superknüller. Schauen wir noch mal.
klar. Warte mal, was war hier? Das ist denn die Standardtaste dafür? Nix ist. Aber da haben wir das Artefakt. Kommt man da irgendwie... Ja, das sieht sehr schlecht aus. Nee. Eieiei. Ja, ich weiß. Also ich habe eh den Eindruck, dass Artefakte so sammeln jetzt nicht so super viel Kohle bringt. Vielleicht ganz gewisse Artefakte bei gewissen Händlern, aber jetzt so irgend so ein Standard-Artefakt und das weiß ich bei dem halt nicht, aber oho. Da könnte es wieder zum Untergrund gehen. Nee, da ist tatsächlich nichts weiter, nur ein Feuer. Eine Taschenlampe. Nur er? Das kann ich ja fast nicht glauben. Aber sieht fast so aus. So, speichern geht. Was gibt's hier? Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Da war irgendwas. Da musste man hinterherlaufen. Aber wo das hinführte, keine Ahnung. Ob sich das gelohnt hat, keine Ahnung. Wäre an sich schon schön zu wissen. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Das sollte jetzt auch nur der Startschuss für den Patch sein. Für mich. Das heißt, ab der nächsten Folge geht es dann weiter ins nächste Gebiet. Und dann schauen wir mal, ob da ein anständiger Händler ist, der eine gute Waffe für uns hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Stalker Gamma. Bis dahin, ciao.